Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bah! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope, wo ich mich erstmal im Kreis drehe. Hui! Ja, beim letzten Mal haben wir uns das Planetenrätsel gegönnt. Das war relativ einfach tatsächlich. Und wir müssen jetzt immer noch hier zur Krone des Immerblütenbaums. Letztes Mal hatten wir eigentlich da oben aufgehört. Ich weiß nicht, warum ich hier unten jetzt gestartet bin. Ich erinnere mich nämlich noch an diese Bonbonmaschine. Ja, da, diese Bonbonmaschine meinte ich. Dreh für mich auch einen raus, bitte. Okay, ich muss irgendwo noch einen weiteren Knopf drücken, damit ich da drüben hinlegen kann. So, hier ist eine einreißbare Wand. Ich habe sie mal gesehen. Ich hätte mir so oder so gedacht, dass hier irgendwas ist. Hinter einer brechbaren Wand muss doch irgendwas sein. Kann doch nicht sein, dass da gehende Leere herrscht. So, ich habe das jetzt, glaube ich, gerade umgedreht. Rutschi, rutschi, klang ganz gut. So, wir müssen aber erstmal den Goomba da ausschalten, bevor wir weiter können. Das mache ich mal ganz kurz. Oh, die Map hier sieht ein bisschen anders aus als draußen. Okay, ich muss drei von diesen Wölfen besiegen. Ich kann mein Team nicht heilen. Revelle hat sehr viel Damage gerade, Intus. Na gut, wird schon funktionieren. Zuerst boosten wir mal alle. Wo stecken unsere Wölfe denn überhaupt? Ach, in jeder Ecke einer. So, dich kicke ich mal weg. Ich weiß schon, was ich tun werde. Gegen den da. Ich mache mich erstmal unsichtbar. Und dann gebe ich ihn jetzt gleich einen Feuerregen. So, da ist ein explosives Fass. Ich stelle mal Luigi ein bisschen weiter weg. Wollen ja nicht, dass er das Fass mit abbekommt. Das hatten wir ja, meine ich, in der letzten Schlacht schon mal. So, ihn habe ich instant hingerichtet. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss heilen, sonst ist Rebella tot. So, ich treffe von hier wahrscheinlich gar keinen, ne? Doch, ich treffe den irgendwie. Okay, nur noch einer der Wölfe ist übrig. Ich würde ja sagen, ich aktiviere die Sicht, aber dann treffe ich wahrscheinlich einen von den Goombas. Na gut, wird wahrscheinlich so oder so drauf hinauslaufen. Nee, der Wolf hat sich zum Glück zuerst bewegt. Ja, easy peasy. Und ich habe dafür eine Multiraserei bekommen. Und wir kriegen Informationen. Mr. Kane. Wovon ich bisher keine einzige vorgelesen habe. So. Ich habe hier jetzt mit einem Geheimweg gerechnet. Oh, goldene Rabbits. Oder besser gesagt, Rabbits aus Harz. Muss ja Harz sein, ne? Oh, da ist wieder ein bisschen Geschichte von diesem Planeten. So ein bisschen Geld. Wird das noch was? Sabine hat dieses Album in ihrer Pop-Punk-Phase geschrieben, nach ihrer turbulenten Beziehung mit dem Phantom. Bescheuerte Promi-Heckmeck. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass er sie bei der galaxieweiten Musikpreisverleihung abserviert hat. Während ihrer Dankesrede. Das
verzeihe ich ihm nie. Ach, das Phantom. Einer der coolsten Rabbits-Bosse. Ja, ich kann den ansprechen. Spielzeug-Glücksspiel. So eine Zeitver... Oh, das ist ein Baby-Seehund, der an einem Donut liegt. Aus dem Weg. Das ist meiner. Das war jetzt gut. Oh, du bist eine Planetenmünze. Aids in der Brandung. Ich muss überleben. Alter, sind da viele von denen. Ich glaube, ich... nee, warte. Ich wollte mir gerade sagen, ich gönne mir Windschuss, aber ich glaube, die sind gegen Wind immun, ne? Frost mögen die nicht. Habe ich was anderes, womit ich die von mir wegscheuchen kann, außer Wind? Nee. Ich kann das allerhöchstens mitnehmen. Naja, let's go. Ich weiß, was ich tue. Zeit für einen Flammenregen! Oh, die hat's richtig gut erwischt, die hier vorne. Ich hab einen Fehler gemacht, ne? Ich hätte vorher boosten sollen. So, die habe ich einem mitgegeben. So, dich töte ich einfach mal instant. Ja, schießen macht mehr Sinn. Kann aber nur einen eventuell treffen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, das hat alle erwischt. Nope. Oh, da ist auch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Ich hab den wirklich nicht gesehen. So, den schnell mache ich einfach mal kurz eine Runde lahmlegen. So, dann heile ich mal ein bisschen Rebelle hoch. Ich würde das gerne so werfen, dass es nicht das Ding mit erwischt. Brauche ich eventuell noch. Oh, das war eine gute Heilung. Na gut, mit Sparkerfrischer und das andere oben drauf müsste der eigentlich tot sein. Gerade kein Sparkerfrischer. Aber er ist trotzdem RIP. Ich glaube, ich hole dann noch einen Powerblock raus. Und sag Runde beenden. Aua. Ach, der Windstoß. Trifft so nicht beide. Ich will beide treffen. Nein, sie ist eingefroren. Das wird eine ekelhafte Schlacht. Immer her damit. Ich treffe beides. Hallo. Ich weiß, was ich tue. Ich stelle mich ein bisschen weiter von euch weg. Und gebe ich euch beide das Elektroding.
So, allein an Raserei schon verreckt. Hier hinten ist nix. Dann reck ich dich jetzt weg. Und heil sie noch ein bisschen. Die sind hauptsächlich da unten, glaube ich, jetzt, ne? Eventuell rette ich so Rebella. Ah, ja, noch so einer. Ja genau, stellt euch so in der Reihe hin. Ich glaube, Rebella wird die Schlacht nicht überleben. Ich versuche mich so hinzustellen, dass das Teil gerade so in der Reichweite ist. Und jetzt kommt ein heikler Rettungsversuch. Oh, es klappt. Ich krieg Rebella gerettet. So, wie lange muss ich denn überleben? Ich muss noch 3 Runden überleben. Er konnte niemals im Leben wissen, dass er da steht, der Luigi. Okay, die Schlacht ist schlimm. Die ist einfach nur schrecklich. Ach nö, spawn doch nicht hier oben. Kann sein, dass Rebella jetzt drauf gehen wird. Ich muss eigentlich so weit wie möglich hier hinten stehen. Den gönne ich mir mal kurz. Ich weiß, wo ich den hinwerfen will. Würde ich sagen, ich mache hier noch 2 lethargisch. Dann rette ich Rebella wenigstens etwas. Dann heißt es weg. So, hoffen wir mal, dass der Eisenblick einen genug hinrichtet. Oh, Rebella überlebt dadurch gerade so. Ich kann die Dinge halt auch nicht kaputt machen. Ich setze mal den Cooldown zurück. Und gebe den... Nee, ich gebe den oben den Flammensturm. Mit dem Sprung sollte ich eigentlich Rebella retten können. Ich hole mir einen Powerblock raus. Und hoffe, dass sie nicht weit genug kommen. Oh, der verzieht sich sogar. Nein, ich habe den wichtigsten vor allen Dingen gerade verloren. Das ist eine richtig ekelhafte Schlacht.
Erstmal booste ich die beiden. Ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt auf in den Schwierigkeitsgrad hier gerade schaffen kann. Ich gehe mal so weit wie möglich weg. Nimm dann den. Schmeiß den mal kurz hier in die Meute. Ich kriege keinen guten Winkel, dass ich alle treffen würde. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein, das zu überleben. Ach verdammt, ich kann die gar nicht nutzen gerade. Okay, RIP. Ich werde das nicht schaffen. Da werden so viele rauskommen. Ne, das schaffe ich nicht. Alter, ist die Schlacht heftig. Ich mache die jetzt einmal kurz nochmal auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Sonst schaffe ich das nicht. So, Leute, ich habe die Mission jetzt nochmal von vorne gemacht. Tatsächlich noch selber Schwierigkeitsgrad. Ich habe meine andere Taktik genutzt. Ich habe mich einfach immer so weit wie möglich von denen entfernt. Also von den Portalen. Rosalina und Luigi sind dabei leider K.O. gegangen. Diese Mission ist einfach so abnormal ekelhaft, muss man sagen. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ohne den Schwierigkeitsgrad runterstellen zu müssen. Im Ernst, die Mission war einfach nur ekelhaft. Ja. Ich habe die Urwald-Bazooka erhalten. Ich habe das für eine scheiß Bazooka gemacht. Einfach nur für einen Skin. Das ist ein schlechter Witz. Das war anstrengend. Eine klügere, erwachsenere Sabine ist mit diesem Album über sich hinausgewachsen. Kritiker nannten es gefühlvoll und meisterhaft komponiert. Es wurde nur 300 Mal verkauft und hat das Ende ihrer Karriere besiegelt. Oh. War bestimmt doof für die. So, bin gespannt. Was ist hier? Hier will was rein. Das kommt dahin. Da ist eine brechbare Wand. Da wieder andere drauf. Irgendwo müssen die Drinks ja hin. Das ist jetzt wahrscheinlich auch noch für die Planetenmünze, ne? Oder wo schießt mich die Kanone hin? Okay, gut. Feuer frei. Nein, die Kanone schießt mich hier hin. Und ich muss mich erst hier durchkämpfen. Na komm, das machen wir heute noch. Okay, hier muss ich wenigstens nur 7 Gegner besiegen. Dafür sind sie aber wahrscheinlich ekelhaft. Im Übrigen auch was, was ich anders gemacht hatte. Ich hatte Luigi statt dem Unsichtbarkeitsding einfach hier den Ich scheuch alle weg-Typen geben. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, wenn die als Gruppe da waren. So, jetzt kurz überlegen, wie wir das machen. Alle erst boosten wir natürlich. Dann links ist gut Verteidigung. Ich würde sagen, da gehen wir hin. So, kann ich dich instant recken? Nee. Luigi mache ich einfach erstmal unsichtbar und lass ihn da noch am Anfang stehen. Dann hat er eine richtig hohe Reichweite. Ich glaube, ich lasse Rebella tatsächlich nach da rechts wandern.
So. Dann gebe ich denen einmal eine Flamme mit Gift. Hat funktioniert. Dann fliege ich wieder weg. Und dann gebe ich dir einen, glaube ich, mit, oder? Nee, du bist fast tot. Ich muss ja alle 7 down kriegen. Und damit du mich nicht instant abschießen kannst. Ich habe 2, die instant tot sind. Gut, dass du auf die gezielt hast. Die noch gut Leben hat. Erstmal Rosalina heilen. So, ich mach dich einfach so hier, dass du dich nicht weiter bewegst. So, mit Gift. Ich weiß, dass der eine Typ dagegen immun ist, aber er kriegt trotzdem Schaden. Das ist ja die Hauptsache. Wenn ich mich da unten hinstelle, würde ich mit der Lethargie beide treffen. Ich würde beide treffen. Feuerfrei, Rebella. So, dich grätsche ich mal zu Tode. Sind wir schon mal einen los. Hier vorne kann ich direkt nochmal jemanden grätschen. Ich glaube, das müsste an dem einen hier vorne vorbeifliegen, wenn ich auf den da hinten ziehe. Ich würde dich da unten gerne hinrichten. Kannst mal drauf gehen, bitte? Ich pflanze mich jetzt, glaube ich, da oben hin. Versuche mal so zu springen, dass ich das Teil da noch mitnehmen kann. Kriegen jetzt von mir Feuer. Ah ja, Feuer unterm Poches. Bitte schaff die Strecke, bitte schaff die Strecke. Ich richte dich hin. Ich glaube, Rebella überlebt einen Angriff. Oder er stirbt. Hätte nicht gedacht, dass ich genügend Schaden mache. So, jetzt werden aber erstmal alle geheilt. Aquashaker schließt sich dem Team an. Aquashaker. Ach, Schockwelle mit Spritzeffekt. Die gebe ich definitiv Luigi. Und das booste ich auch direkt maximal. Gucken. Habt ihr mal gesehen, wie der guckt? So, der guckt richtig geil. Ich gebe dir einmal die Sterntränke.
So. Ich habe nämlich viel lieber so Spritzschockwellen. Würde ich Alien auch eventuell gegen Ekokalypse austauschen, weil das wesentlich krasser ist. Dann hat jeder so einen flächendeckenden Angriff. So, kommt jetzt hier irgendwas? Ist das da vorne ein neuer Gegnertyp? Nee, das müsste die eine sein. Ich dachte, du singst mir jetzt was. Hallöchen. Du bist der große Geist des Immerblütenbaums? Ach, Honey. Es tut mir so leid, Honey. Die trockene Luftkatzen in meinem Hals. Ich bin Sabine, die Wächterin. Wenn du die Wächterin bist, weißt du sicher auch, wo wir die Finsterzeit finden, die Terra Flora befallen hat. Ein neues Bug? Die Speisspitze ist versiegt. Unsere Blumen blühen nicht mehr und ihre Stimmen klingen erstickt. So wie meine. Oh. Wisst ihr, es ist schwer, Gefühle auszudrücken. Die Leute brauchen Blumen, um zu sagen, was sie nicht sagen können. Blumen. Einfach so, ein Bukett. Warum so sauer? Scheiße, vergiss mein Nichts. Sie zu binden ist unsere Berufung. Mein Süßer. Ich weiß eigentlich, die spricht wie eine Biene, aber es klingt eher wie eine Schlange. Niesel, mein Süßer. Diese Helden haben sich als würdig erwiesen, da sie mich gefunden haben. Es wird Zeit. Ja, Sabine, ich meine, ja, meine Königin. Neuer Spark? Neue Fähigkeit. Schallkräfte aufgewertet. Jetzt weiß ich, warum du ihn Niesel nennst. Er hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt. Niesel versorgt die Ranken, die euch zum Bahnhof führen. Von dort aus gelangt ihr zur Speisspitze. Bitte rendet unsere Blumen. Ohne ihren lieblichen Anblick würde in der gesamten Galaxie Trübsinn sprießen. So, jetzt habe ich die aufgewertete Wellenkraft. Okay. Meine Wellenkraft wurde aufgewertet. Ah. So ist das gemeint. Okay. Na gut. Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Part ging lang genug. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.